Es ist Zeit, sich fertig zu machen. Ja, servus Leute. Herzlich willkommen zu den Breaking Electro News, der einzig wirklich seriösen Informationsquelle rund um das Thema E-Mobilität im Internet inklusive YouTube. Und heute mit folgenden Themen: Tesla Gigafactory, Brexit und Bebauungsplan, VW ID.3 nur als Leasingangebot? E-Autos rocken goldenes Lenkrad, Nissan testet bidirektionales Laden in Deutschland, Entsorgungsfalle Elektroauto? Die voreingenommenen Ölnachrichten, The Community Corner und haha, I found an error. Ich nehme an, ihr habt alle schon gehört, dass Tesla die Gigafactory 4 in Deutschland, genau genommen in Brandenburg, nahe des neuen Berliner Flughafens errichten wird, gemäß einer Aussage von Elon Musk im Rahmen der Vergabe des goldenen Lenkrads. Und der Zuschauer Martin hat mir jetzt einen Ausschnitt von einer Reuters-Meldung zugeschickt, in der zu lesen ist, dass einer der Gründe für Deutschland darin lag, dass jetzt zum Beispiel der Kandidat England mit dem Brexit aus der EU austreten wird oder austreten möchte. Es ist ja bis heute noch nicht erfolgt, womit man also sehen kann, dass der Brexit in dem Fall vielleicht sogar ein echter Glücksfall für Deutschland war. Denn die Gigafactory 4 wird natürlich auch einiges an Wirtschaftsleistung und auch an Arbeitsplätzen in Deutschland erhalten. Ja, und dann noch eine Nachricht vom Zuschauer Marcel, der mir einen Bebauungsplan hat zukommen lassen. Dieser Bebauungsplan zeigt nach der Ansicht von Marcel den zukünftigen Standort der Gigafactory 4. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, was das Ganze angeht. Dennoch kann man zumindest hier schon mal sehen, dass bei Freienbrink Nord Gemeinde Grünheide, die ist ja auch im Gespräch, schon mal vor Jahren eine Produktionsstätte der BMW AG in Planung war. Das hat dann aber leider nichts gegeben. So ist jetzt zumindest mein Kenntnisstand. Und wenn man sich den Bebauungsplan hier anschaut, dann vertritt zumindest der Zuschauer Marcel die Meinung, dass die Gigafactory genau auf diesem Gelände errichtet werden könnte, was BMW dann letzten Endes nicht genutzt hat. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das eine zutreffende Meldung ist, aber ich möchte es auch nicht ganz ausschließen. Wäre auch sicherlich ein Grund oder mit eine Möglichkeit, diese Fabrik relativ schnell zu errichten, ohne dass man auch durch die ganze Planungsphase nochmal durch muss. Ich bin jetzt kein Spezialist, was die Bebauung von Freiflächen angeht und auch das Genehmigungsverfahren. Aber meine Laienmeinung ist schon so, dass das vielleicht eine Option ist und dass dieser Umstand dann tatsächlich auch die Errichtung der Gigafactory vielleicht sogar erleichtert und beschleunigt. Da könnt ihr auch mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Dann hat mir der Zuschauer Hans-Jürgen eine Mail zukommen lassen mit einer Information zum VW ID.3. Den habe ich ja schon mal unverbindlich vorkonfiguriert und vorbestellt. Und diese Meldung, die er mir da schickt, die deckt sich auch mit dem, was ich jetzt in einem Gespräch mit einem VW-Mitarbeiter erfahren habe. Nämlich der Hans-Jürgen schreibt: Hallo Michi, ich war heute bei meinem VW-Dealer. Dort wurde mir mitgeteilt, dass es den ID.3 nur zum Leasen gibt, nicht zu kaufen. Viele Grüße aus Dresden, Hans-Jürgen. Also erstmal Grüße zurück, Hans-Jürgen. Und ich kann bestätigen, das ist jetzt auch mein Informationsstand. Das wäre natürlich für jemanden wie mich, der Leasing grundsätzlich nicht als Option favorisiert, erstmal eine Enttäuschung. Wobei ich dem auch durchaus positive Aspekte abgewinnen kann. Denn bei den Elektroautos bewegt sich ja so viel, dass man damit auch eine feste Kalkulationsgrundlage hat. Und wenn man nach 2-3 Jahren das Auto dann verkaufen würde, hat man natürlich die Ungewissheit, was den Restwert betrifft. Weil wenn viele neue, bessere Modelle auf den Markt kommen, kann natürlich auch der Wertverfall bei so einem Fahrzeug höher sein. So liegt das Risiko dann natürlich bei VW. Wobei man da auch wieder abwarten muss, wie die Leasingraten ausgestaltet sind, ob das dann überhaupt wirtschaftlich Sinn macht. Ja, und dann nochmal zur Verleihung des goldenen Lenkrads. Da war nicht nur die Nachricht mit der Gigafactory 4 aus meiner Sicht eine sehr positive. Denn wir sehen hier, dass die Erstplatzierten in wichtigen Kategorien von reinen Elektrofahrzeugen ja besetzt wurden. Also ich zeige euch das gerade mal. Also man sieht hier, dass bei den Mittel- und Oberklassefahrzeugen das Tesla Model 3 gewonnen hat. Bei den mittleren SUV der Jaguar I-Pace und bei den großen SUV der Audi e-tron. Mit anderen Worten, gleich drei der Klassen wurden durch reine batterieelektrische Fahrzeuge besetzt, was ich auch wieder als positiven Trend empfinde, denn dieser Preis wird unter anderem auch von Automobiljournalisten vergeben und die scheinen mittlerweile die Vorzüge von Elektroautos doch erkannt und verstanden zu haben. Dann hat mir der Zuschauer Heinz noch eine positive Nachricht von elektroautonews.net zukommen lassen. Und zwar geht es um das bidirektionale Laden mit Elektrofahrzeugen. Und da prescht jetzt Nissan wieder etwas voraus, die ja auch mit ihrem CHAdeMO-Anschluss
schon eine gute Voraussetzung haben für dieses bidirektionale Laden, also das Verwenden des Akkus des Elektroautos zum Speichern von Energie und auch wieder zur Abgabe von Energie, um zum Beispiel das Netz zu stabilisieren und um Spitzen ausgleichen zu können. Nissan hat es bereits im Jahr 2018 geschafft, diese Vehicle-to-Grid-Technologie so überprüfen zu lassen, dass wohl alle Anforderungen eines Übertragungsnetzbetreibers für die Primärregelleistung erfüllt werden. Das heißt also, hier ist ein Betrieb in Deutschland wohl grundsätzlich möglich und im Rahmen eines Projektes soll jetzt im Jahr 2020 diese Technologie auf Herz und Nieren und auf ihre Geeignetheit zur Nutzung im Stromnetz geprüft werden. Das Ganze wird auch durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Höhe von 2,39 Millionen Euro gemäß Förderrichtlinie Elektromobilität gefördert. Das heißt also, da fließen dann auch Fördermittel, aber natürlich für eine wirklich gute Geschichte, denn wenn zukünftig Elektroautos auch zur Stabilisierung des Netzes und zur Speicherung von erneuerbarer Energie eingesetzt werden, dann wird natürlich auch die Anforderung an den Ausbau des Stromnetzes geringer ausfallen. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, was dabei rauskommt und werde auch darüber berichten, wenn es neue Informationen dazu gibt. Die Zuschauer Franz, Robert und Peter haben mich auf einen Bericht des ORF hingewiesen. Den verlinke ich natürlich auch wieder unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch den direkt mal anschauen. Und zwar geht es um einen verunfallten Tesla, der auch in Brand geraten ist. Und in Österreich findet sich momentan wohl laut dieser Berichterstattung kein Recycler, der dieses Fahrzeug abnimmt und ordnungsgemäß recycelt. Es gibt wohl in Österreich einen Recycler, der auch von Tesla als ja zertifizierter Recyclebetrieb für Tesla-Fahrzeuge vorgesehen ist. Der ist aber im Moment wohl noch nicht zertifiziert und deshalb gibt es dort im Moment Probleme. Ich bin mir aber nicht sicher, ob diese Berichterstattung voll inhaltlich richtig ist. Deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig. Dennoch zeigt es, dass auch im Bereich jetzt zum Beispiel nach Unfällen der Umgang mit den Fahrzeugen, dass da noch einiges an Aufklärungsarbeit geleistet werden muss und unter Umständen auch gesetzliche Regelungen geschaffen werden müssen, die es dann auch den Recyclebetrieben leichter machen, die Fahrzeuge zu entsorgen. Und natürlich fehlt auch wahrscheinlich die Sachkenntnis im Umgang mit Elektroautos. Also im Bereich des Recyclings sehe ich da auf jeden Fall noch einiges an Nachholbedarf, was die fachliche Qualifikation der Betriebe angeht. Da sind also noch ein paar Bretter zu bohren, bis das Thema E-Mobilität ja vollständig in der Gesellschaft angekommen ist. Aber ich erinnere mich auch noch an Zeiten zurück, als PV-Anlagen ganz neu waren und man sich auch über ja das Recycling Sorgen gemacht hat, über das Löschen, wenn es zu Bränden kommt. Also ich sehe da gewisse Parallelen zum Elektroauto. Heute spricht aber über solche Probleme im Zusammenhang mit PV-Anlagen ja eigentlich so gut wie niemand mehr. Ja, und dann kommen jetzt schon die voreingenommenen Ölnachrichten. Ja, und heute sind die voreingenommenen Ölnachrichten keine reinen Ölnachrichten, sondern heute habe ich auch mal einen Atomstörfall mit aufgenommen. Der Zuschauer Mike hat mir da einen Artikel der Passauer Neuen Presse zukommen lassen. Und zwar gab es einen Störfall in einem tschechischen AKW. Temelin ist wohl der Name dieses AKWs. Aufgrund von Außentemperaturschwankungen, was auch immer das heißen mag, kam es demnach zu Vibrationen des Turbogenerators des ersten Blocks und dieser musste dann unplanmäßig vom Netz genommen werden. Laut Aussage des Atomkraftwerkbetreibers bestand zu keinem Zeit irgendein Risiko, ja, oder irgendeine Gefahr aufgrund dieses Generatorausfalls oder dieser Generatorvibrationen. Ich muss aber ehrlich zugeben, dass ich da immer ein bisschen skeptisch bin, wenn ich solche Nachrichten lese, weil es war, egal welcher Unfall es ist, egal ob es eine Ölraffinerie betrifft oder ob es ein Atomkraftwerk betrifft oder was auch immer, das Ergebnis ist immer, es bestand überhaupt keine Gefahr für die Bevölkerung oder für die Umwelt und deshalb muss ich ehrlich zugeben, ich bin da skeptisch. Ja, also ich muss sagen, ich persönlich bin kein Fan von Atomenergie. Natürlich ist sie momentan im Strommix immer noch ein wichtiger Faktor, aber ich hoffe dennoch, dass man dieser Technologie möglichst bald den Rücken kehren kann und wirklich den gesamten Energiebedarf durch erneuerbare Energien abdecken kann. Das ist natürlich Wunschdenken zum jetzigen Zeitpunkt, aber das muss das Ziel sein in meinen Augen. Ja, und natürlich habe ich auch wieder die Liste der brennenden Verbrenner aktualisiert. Ich habe wieder zahlreiche Zuschriften bekommen. Alle konnte ich jetzt nicht aufnehmen, weil es waren auch ein paar Unfälle dabei, die dann zu Feuern geführt haben. Sowas lasse ich grundsätzlich außen vor. Wir sehen aber hier, dass es dennoch wieder 5 neue Einträge gab. Hier sind dann immer die Zuschauer genannt, von denen die Einsendung jeweils kam. Und damit auch in dieser Liste mal was Positives auftaucht, habe ich das hier auch noch rot gekennzeichnet. Es wurde nämlich ein Teddybär aus einem brennenden Fahrzeug von der Feuerwehr gerettet und dem Kind, was vorher noch in dem Auto saß, übergeben. Es wurde Gott sei Dank niemand verletzt. Auch der Teddybär hat diesen Feuervorfall wohl unbeschadet überstanden. Gott sei Dank.
Ja, dann kommt jetzt schon The der Community Community Corner. Corner. Ja, und dann haben wir hier mal eine Excel-Liste vom Zuschauer Mike, die mir hat freundlicherweise zukommen lassen. Er hat also mein GetCharge-Video gesehen, in dem ich ja ein bisschen, ja, mich aufgeregt habe über die Auslandstarife von GetCharge, wobei ich mich ja auch für die Inlandstarife, was das Schnellladen angeht von GetCharge, schon negativ oder kritisch geäußert habe und dabei bleibe ich auch. Und der Mike hat von einem seiner Mitarbeiter eine Liste aufstellen lassen, in welchen Ländern welche Karte im Moment welche Preise aufweist. Er hat hierbei die wesentlich bekannten Karten zugrunde gelegt und er bittet auch darum, dass ich das hier vorstelle und dass wir daraus vielleicht ja so eine Art Community-Projekt machen, dass wir diese Excel-Liste gemeinsam pflegen. Ich werde die also auch unten in der Videobeschreibung verlinken und die werde ich auch immer dort in den Breaking Electro News wieder mitbringen. Und ich werde sie nicht schreibgeschützt speichern. Das heißt also, jeder kann dort Änderungen vornehmen und Dinge anpassen. War natürlich sicherlich ein Haufen Arbeit, das hier zusammenzustellen. Und ich würde mich freuen, wenn alle mitmachen und wenn ihr irgendwelche Tarifänderungen erkennt, dass ihr dann die Liste entsprechend weiterpflegt. Und an dieser Stelle herzlichen Dank an den Mike, der seinen Mitarbeiter beauftragt hat, diese Liste zu erstellen. Deshalb auch natürlich nochmal besonderer Dank an den Mitarbeiter von Mike. Ja, und dann habe ich auch auf Twitter wieder mal einen Grund gefunden, warum ich persönlich nicht dazu neige, der FDP meine Stimme bei Wahlen zu geben. Denn hier ist jetzt kurz nachdem Tesla mit der Information der Gigafactory rausgekommen ist, ein Tweet von der FDP veröffentlicht worden, in der auch der Herr Lindner zitiert wird, von dem ich persönlich auch kein großer Fan bin, muss ich ehrlich zugeben. Aber wenn er meine Nachrichten sieht, wird er wahrscheinlich auch kein Fan von mir sein. Auf jeden Fall hat er wohl geäußert, denken wir doch mal groß, denken wir doch mal über die deutschen Grenzen hinweg. Finde ich grundsätzlich gut. Aber schicken wir doch die Wasserstoffhersteller in die Wüste. Das heißt also, der Herr Lindner scheint ernsthaft darüber nachzudenken oder es für eine gute Idee zu halten, Wasserstoff in zum Beispiel der Sahara, ich unterstelle das jetzt einfach mal, zu produzieren und diesen Wasserstoff dann wieder auf dem Seeweg oder Landweg oder was auch immer nach Deutschland verschiffen zu lassen oder transportieren zu lassen und dann hier entsprechend Wasserstofffahrzeuge damit zu betreiben. Ich halte das für eine absolute Schnapsidee, denn ich bin der festen Überzeugung, dass wir es auch in Deutschland schaffen können, mit der heute zur Verfügung stehenden Technologie alles auf erneuerbare Energien umzustellen, ohne dass wir Wasserstoff aus anderen Ländern noch importieren müssen und damit ja auch diesen Ländern wieder ja die Wertschöpfung überlassen, statt das bei uns selbst entsprechend vorzunehmen. Wasserstoff für den Schwerlastbereich und auch zum Speichern von überschüssiger erneuerbarer Energie, das verstehe ich, das sehe ich ein, das trifft auch meine persönliche Ansicht. Aber das Ganze in die Wüste auszulagern, um es dann wieder nach Deutschland zu transportieren, da bin ich raus an der Stelle. Aber ich bin nur Laie, das ist nur meine Privatmeinung, ich verstehe es einfach nicht. Ja, und dann kommt jetzt auch schon. Haha, I found an error. Ja, und das ist jetzt so eine Art Cäsar-Brutus-Moment für mich, denn Bella Beachy, auch Teilnehmer beim eCannonball 2019, mit denen ich auch am nächsten Morgen noch zusammen gefrühstückt habe, wir haben uns sehr nett unterhalten. Und jetzt kommt hier so ein Eintrag, so ein Kommentar, dass Bella Beachy unterstellt, wir hätten in der letzten BEN-Ausgabe einen Fehler gemacht. Verrat. Was natürlich völlig unzutreffend und unberechtigt ist. Dennoch möchte ich auch diesen Sachverhalt hier in der heutigen Sendung behandeln. Ich lese mal kurz vor. Haha, I found an error, denkste. Der Ford Mustang ist und bleibt ein Pony-Car und kein Muscle-Car. Bei 0,59 Minuten. Sorry, Michael. Und jetzt schauen wir uns mal an, was an dieser Aussage dran ist. Zunächst erstmal halte ich die Bezeichnung Ponycar für ein solches Gefährt viel zutreffender, wobei man hier sagen muss, das ist kein Pony, sondern das ist ein Pferd. Also spart euch eure Kommentare. Haha, I found an error. Und deshalb habe ich aber auch nochmal Fotos rausgesucht, hier unter anderem von dem Polizeipräsidium Mannheim, wo man dann auch mal ein wirkliches Ponycar sieht. Denn hierbei handelt es sich offensichtlich um ein Ponycar. Es wurde nämlich ein Pony in einem Auto transportiert. Ich habe dann aber auch noch mal auf der Internetseite des musclecarclub.com recherchiert, weil ich möchte natürlich auch eine Fachmeinung haben, ob es sich bei dem Ford Mustang denn wirklich um einen Muscle Car handelt. Hier haben wir also eine Aufstellung, wo man entsprechend die Frage beantwortet bekommt, ob ein Fahrzeug zur Gruppe der Muscle Cars zu zählen ist. Wir scrollen jetzt also mal nach unten und finden hier den Ford Mustang und bei der Frage Muscle Car ein Yes.
Mit anderen Worten, auch der MuscleCarClub.com ist der Meinung, dass die Breaking Electro News an dieser Stelle korrekt berichtet haben. Also mit anderen Worten, auch MuscleCarClub.com bestätigt an dieser Stelle, dass es sich um keinen Fehler der Breaking Electro News handelt und somit die Breaking Electro News weiterhin fehlerfrei und perfekt sind. An dieser Stelle wie immer mein herzliches Dankeschön an alle Zuschauer, die mir an diese E-Mail-Adresse entsprechende Nachrichten für die Breaking Electro News haben zukommen lassen. Super, vielen Dank für die Unterstützung. Bitte schickt aber nur an diese E-Mail-Adresse entsprechende Nachrichten, denn wenn sie an andere Quellen kommen, kann ich nicht garantieren, dass sie auch mich rechtzeitig erreichen. Also wie gesagt, allen ein herzliches Dankeschön, die mir Nachrichten zukommen lassen. Ansonsten soll es das für die heutige Ausgabe der Breaking Electro News gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und im besten Fall vielleicht sogar ein Abo.